Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Papa, hier war eine tote Fliege. Bei mir im Glas, das jetzt so dick ist, eine Fliege. Ja, oh. Du meinst, du hast ein altes Glas genommen. Nee. Ach, Mensch, da musst du schon aufpassen. Papa, Papa, ich habe eine zweite Fliege, der ist so groß. Eine Schokofliege. Überall fliegen. Bei den Kindern. Was ist hier los? Ist ja gerade köstlich, königlich, köstlich, köstlich, königlich. Kinder! Von wegen! Ich weiß nicht, in welchem Zucker drin ist. Müsste mal kosten. Zucker in welchem? Das ist die Frage. Also ich würde vermuten den. Sieht auch gerührt aus. Hast du schon gerührt? Nee, das ist ja das Problem, dass das noch kein Löffel rein. So, Prost, Kaffee. Sag ich mal, Mutti. Ja, mal Zeit. Deswegen dachte ich mir, Scheiß drauf. Ah ja, ja, wir haben heute Zeit. Ich bin ja auch schon eine Weile beschäftigt. Bestimmt schon eine halbe Stunde. So lange bist du schon wieder da? Ja, ich war heute schnell, weil es gerade hier schon angezogen war, ohne angezogen war, gewickelt und gestillt. Ach, sie ist jetzt also wieder nicht das Ding mit dir noch. Nee. Naja, sie hat sich im Wagen reingesetzt und hat sich Lady Fee angehört. Ja, wir haben heute Zeit, wir gehen heute zum Arzt wieder. Yippie, wir freuen uns auf unsere Arzttermine, weil dann haben wir Zeit. Gestern hat Skadi, habe ich ihr nach dem Baden die Haare gekämmt, ne? Ja. Und war auch alles okay. Aber dann, als sie das erste Mal einen Spiegel gemacht hat nach dem Baden, war sie nicht sehr amused. Wieso? Weil ihre Haare nicht so lagen wie sonst. So wild. Skadi. Ja. Ganz ordentlich. Ja. Ich sehe aus wie Kabi. Du hast ja angefangen zu weinen, statt vom Spiegel. Aber es hing immer wieder so runter. Und dann hat sie da geweint. Und dann, was ist denn los? Meine Haare. Was ist mit deinen Haaren? Sieht so auf den Anruf dann so, ja, die sind nass und hat dann so gemacht. Na, nein, ich will keine Frau sein. Ich will keine Frau sein. Das ist so gut. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet bei ihr. Ich bin sie, ein Mädchen. Heute Morgen hat sie ganz zufrieden im Spiegel geguckt, als ich ihr gesagt habe, guck mal, jetzt deine Haare sind. Ich habe ja ihr versucht zu erklären, dass die nur nass sind. Ne? Ja. Wenn es trocknet, dann wieder so voluminös ist. Ja. Hat sie heute Morgen so viel. Ach, so schick sieht sie aus auch. Das finde ich total gut, dass die so wild sind, die Haare. So, jetzt fahren wir zum Arzt. Auf alle Fälle. Ah. Jetzt kriegen wir Instruktionen, wie wir uns verhalten sollen mit Ona. Nur denn, Aufi. Auf geht's. Ona, zum Kenny. So ein schönes Haus, ey. Ja, ne? Kommst. Habe ich vorhin auch gedacht. Ein Haus und guckst. Und das, oh, das ist so fast ritterlich, mittelalterlich. Den Treppengeländer an mir. Das ist schön mit dem Bleifahrtlasen. Die Briefkästen sind nicht so hübsch, aber. Fantastisch. Und?
Gedanken, Gefühle, Anregungen? Ich schaue mir das jetzt einfach an. Ja. Ich glaube, der will nur mit uns besprechen, dass wir ganz sicher wissen, dass wir mit jedem Infekt, wenn sie gut zum Arzt gehen müssen und so. Ich denke mal so, was er mit uns sagen wollen. Der kann ja nicht wissen, dass wir uns gut auskennen mit allem. Schon eingebildet. So. Naja, medizinisch kenne ich mich nur mal ein bisschen aus. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, genau. Aber auch nicht mit allem. Nee, aber mit diesen grundlegenden Sachen, das kann ich schon verstehen. Und das ergibt ja für mich auch total Sinn. Ja. Und deswegen ist das klar. Klar, das ist Fakt. Entschuldigung, ich mache das seitdem ich 17 bin. Okay. Das ist ja nicht, was wir überhaupt hier wollen. Du könntest die Chefärztin sein. Nein, nein, das ja, mit Sicherheit. Nein, aber ich weiß denn, was zu tun ist, wenn du mir das sagst. Ja, schön. Ich weiß auch, dass du sehr lieb bist, dann, weil ich verstehe es. Ja, wunderbar. Dann lassen wir uns mal überraschen. Deine Arme gemacht? Was? Deine Arme? Hey, du Teenager. Nee. Mach mal in die Hand reinsprühen. Ich weiß. Hallo, guten Morgen! Da wirst du verbrennen, da ist gar nichts dran. Du wirst verbrennen. Ah, du bist eine Hühnerkeule! Und wenn du durch den Mais gehst, bist du Popcorn. Wenn sie mal durch Eierland und nachher mal durch ein Labyrinth gelangt. Ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder zurück sind. Na, mal sehen. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Was soll ich sagen? Gestern war nur so ein kurzer Tag, kurzer Einblick. Und danach waren auch Kinder, ich hatte Kinderbetreuung. Aber danach war noch Elternabend in der Schule von Lumen, der erste. Da musste Marlies hin. Jetzt sind insgesamt fast 4 Stunden weg. Bis 22 Uhr fast. Wahnsinn. Naja, und heute geht's schon wieder los. Schule, Laden. Im Grunde genommen wurde uns gestern ja nur vom Chefarzt der Klinik da nochmal alles erklärt, was man alles machen kann, um diesen Reflux zu heilen, ist ja doof gesagt, also zu vermindern, vermeiden. Wo fing er dann auch an, über eine OP zu reden? Ah, das muss man halt sehen, tatsächlich. Aber erst, wenn sie denn älter ist. Medikamente muss ich jetzt nehmen, ein Jahr lang mindestens, eher sogar anderthalb Jahre. Naja, wie auch immer, jetzt kommen meine Kinder, jetzt müssen wir zur Schule. Tada! Guten Morgen, Imran. Ui, ui. Mit was? Werden wir gleich sehen. Univega Alpina Pro. Tja, wollte ich jetzt mal kurz nochmal durchschicken, aber keine Zeit, der nächste Auftrag wartet. Ja gut, erstmal beiseite packen und dann nachher sehen wir weiter. Moin! Fahrradschlösser? Ja. Kettenschlösser? Ja. Ja. Ja, kriegst du auch nicht mehr da, aber 30 Euro, 50 Euro, na 170. Hm? Was sicheres? Habt ihr noch was Günstigeres? Ich brauche eigentlich nur so eins. Als 30 für, Euro? Nee. Nicht, für mein Fahrrad habe ich eigentlich eins. Ich brauche halt eins für einen günstigen Billiganhänger, den ich ab und zu mal unten stehen nee, lasse. Das fängt bei 30 an tatsächlich. Ja. Also das hier wäre halt doch günstiger. Schwer, ne? Die sind alle schwer, oder? Na, ähnlich.
schön. Ja, das ist halt so. Das ist halt 20 Euro. Und das sind viele Teile. Das ist länger, wäre auch nicht schlecht. Ja, gibt's auch nicht. So lange? Gibt doch längere, ja, ja. Leicht. Also wie gesagt, so, ja, das macht ja keinen Sinn. Lang, leicht. Lang dünnet, heißt schwer, oder? Dünnet Kabel, sicher ist schwer. Okay. Ja. Du musst da viel Material. Und diese komischen Rolldinger, gibt es die noch, die so eingekriegelt sind? Die ja, die gibt's, ja, die gibt's auch, ja klar. Aber die sind ja nun überhaupt vielleicht nicht sicher. Vielleicht noch mit der Schere durch. Oder? Ey, du nimmst ja noch einen Seitenschneider halt, ne? Musst du mit sowas hier. Mit sowas. Machst du einfach handlich, passt in die Tasche. Fertig. Überlegen. Dann kommen wir mal vorbei. Alles klar. Danke. Kein Problem. Tschüss. Bitte, bitte. Ciao. Den Teddy dabei. Hm? Zack her, was steht da? Was steht da? Ja. Was steht da? Ihr habt die zwei zusammengefasst. Genau. Die Onlösung. Oh. Eine 60-Euro-Lösung. Das ist natürlich schon. Danke. Ciao, ciao. Hä? Wer ich höre? Ja, achso, wir haben mehr Urlaub für Radler. Mehr Urlaub ja. Für Radler? Wir sind da, was jetzt sein soll. Mehr Urlaub oder? Für Radler? Ja, Berliner Günther fordert mehr Urlaub für Radler. Na, Radler, nicht Radfahrer. Ja, Radler, ja, ja. Na ja. Seit der 13. Mehr Urlaub für Radler. Ne? Extra Urlaub für alle, die mit dem Rad zur Arbeit kommen. Wieder zu heiß war. Ist ja wieder heiß. Kannst du wieder zu gehen jetzt? Ach, ich guck mal um mit Höhen. Mensch, das ist ja gestern nicht so einermaßen. Aber vorgestern und hier heute, das ist ja wieder so schön, so dreckig feucht. Ich bin ja nochmal sterne, meine Zähne. Eine Stunde, wenn man jetzt zur Nette runter hat. Und Edeka rennt nach Hause. Wir sagen, wo die Kleinigkeiten, Brot nach Hause, dann liegt nach Hause. Naja. Bis später. Bis später. Wir sehen uns. Prost nochmal. Schon was Besonderes, wenn so ein Panda im Zoo geboren wird. Wenn er dann noch überlebt und groß wird, das ist wäre noch geiler. Okay. Jo, der Seebär ist angeeckt in dem anderen Laden. War gerade im anderen Laden, habe 16 Zoll Schläuche gekauft. Weil ich keine mehr habe. Siehst du, manchmal muss ich halt auch zur Konkurrenz, zum Mitbewerbern. Ich habe kein Problem damit, ich baue den Schlauch ein. Hauptsache, der Kunde ist zufrieden. Dann. FSA Metropolis. Auch noch was Spezielles mit 3810. Leider nicht, was mein Händler aber vorrätig hat. Wie auch immer. Ich muss es bestellen. Online. Ja, kann das nicht sein, das ist so billig verpresstet. Ehrlich gesagt wundert mich, dass FSA so eine Sachen herstellt, aber von denen verkaufen sie wahrscheinlich 500.000 Stück. Und von diesen guten verkaufen sie halt nur im gleichen Zeitraum 20.000. Also ist das natürlich effektiver, so weit zu verkaufen, also gewinnbringender. FSA Metropolis. Ich bestelle das mal gleich. Ich hole mal den Computer runter. Also, ich habe geguckt jetzt. FSA Metropolis, 3810er. Keine Chance. Keine Chance, nirgendwo. Nicht im letzten überhaupt. Ist überhaupt nicht verzeichnet. Also, wann jetzt? Naja, aber ich mache es eindeutig. Ich baue jetzt einen anderen an. Ich baue jetzt einen Nexus an. Nexus hat nur eine andere Aufnahme.
der Vierkant, der setzt weiter in. Das heißt, sprich, das Kettenblatt läuft weiter außen. Das heißt, Kettenlinie stimmt nicht. Das heißt, beim Schalten wird wahrscheinlich die Kette wieder runterspringen. Das ist genau das, warum ich hier das hier tauschen sollte. Das heißt, alles scheiße. Eigentlich. Ach, ist das ärgerlich. Das Problem ist, kann ich nicht mehr nehmen. Die sind schon leicht nach vorne gezogen und genau deswegen springt dort die Kette ab. Ich muss das austauschen. Ich muss ein anderes nehmen. Ach, Papi sind doch die Besten. Hier, oh, vom Papi geschenkt bekommen. Focus Raven Expert. Neue Pedalen müssen ran, weil die Klicksysteme hier ist nicht. Schwer sind die. Alium. Hölle. Jetzt kommt so eine Billig-Trippler ran. Ein geiles Rad, ey. Geniale Ausstattung. Genial. Focus Raven Expert. Meine Reifen, die müssen heute kommen. Kann ich noch fuck nicht machen. Wenn sie mir meine Reifen nicht liefern, krieg den Auftrag nicht fertig. Hier, ist damit die fahren, wundert sich, ist so eine Beule, so eine 8, so eine böse 8 im Reifen. Sag, naja, ist keine 8 im Reifen hier, dein Reifen löst sich auf. Ja. So klar, wenn es so aussieht, muss man sich doch nicht wundern. Muss man tauschen, fertig aus. Der ist Müll, der muss weg. Jetzt brauchen wir einen neuen. Morgen. Scheißfahrrad. Was Scheißfahrrad? Hat mir keine Glück gebracht. Was? Habt ihr da? Ich bin gestürzt. Ja. Nachdem ich von dir weg bin. Wieso? Aus weiterem Himmel weiß ich nicht. Ich bin über die Lenkrad weggeflogen. Es tut alles weh, blaue Flecke. Aufgestanden. Verkaufen. Nein, wenn ich die noch habe. Wie, wenn ich die? Hast du schon weg? Ich bin zu Hermannplatz, ich wollte zu meiner Patientin. Ja. Habe ich am helllichen Tag um 12 Uhr angeschnallt. Ja. Zur Patientin, Viertelstunde später kam, war das Fahrrad weg. Sag ich doch. Halbe Stunde. Scheißdreck. Egal. Halbe Stunde. Ecke Karlstadt. Vergiss es mit so einem Rädern, vergiss es. Kam der Polizist zu mir, da sagt mir, die beste Schloss ist nicht mehr schwer für diese Schweine aufzumachen. Und sagt er, diese Schlosser, diese, brauchen die nur Eis zu sprayen drinnen, mit einem Draht kriegen sie auf. Zerspringen jeder Schloss. Sagt er mir, Schlüssel
haben die, die mit der Zange nicht kriegst. Die haben irgendwie Trick, die gucken das Fahrrad und ab nach Polen. Scheiße. Ich muss jetzt zu dir kommen mit meinem Weibfahrrad. Ich fahre mit den Hausbesuchern, aber es tut mir alles weh. Hast du da jetzt den anderen? Ja, aber ich brauche die. Okay. Tja, sieht doch mal, wie du tiriert, oder? Fahrrad geklaut, zack, bumm, weg ist es. Meine Reifen sind da. Die nachgeliefert wurden. Ach, ist das toll. Ist das alles toll. Jetzt bin ich aber trotzdem schon beim nächsten hier. Und kotze ab. Verzeihen. Kriegst du nicht mehr. Doch. Oh Gott. Glück gehabt. Ja, bitte. Sie wünschen. Mein Name ist Herbert. Herbert? Herbert, ja. Herbert. Ja. Hier war ich ja noch. Ja, hier gibt es einen bequemen Stuhl und eine unbequeme Bank. Ich brauche erstmal eine Bämme. Eine Butterbämme? Ach, und hast du? Was ist das? Eine Butterbämme, das ist meine Butterbämme. Erstmal. Nee, ich brauche eine Bämme. Das Ganze ist so geil jetzt. Das Fahrrad wird gleich. Ich brauche eine Clipex. Weil die Bauten kann ich ja, Bautenzüge kann ich ja alle kaputt. Aber mit dem Ding wirklich nur die Züge schneiden? Ja. Und das alles nicht? Kann alles andere nicht? Ja, kein Mensch. Was brauchst du denn? Also ein Gudereit Tretlager Tauschbänder, Gudereit Komfort 8.0 haben wir hier. Zeig auch mal warum, ganz kurz, weil hier so ein billiger Tretlager wieder drin ist, was hier ordentlich Spiel bekommen hat. Ja, okay, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, also dazu muss man halt Tretlager auch tauschen. Also die Winde ist rausgerissen. Ich bin fast tot hier unten. Hier, da ist keine Winde mehr. Kannst du mal hier sein. Da kommen schon die ganzen Kugeln raus, ey. Hier ist nichts mehr da. Keine Kugeln. Es war mal ein Kugellager. Vielleicht sieht man das hier gar nicht. Es sind noch Reste zu sehen, zu erahnen.
Wahnsinn! Abgeflext haben wir. Yay! So, jetzt kommt einmal neu. Wolfgang, du alter Performer, jetzt mach mal. Ah. Na, mach mal. Hab okay. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ach, die Kleine hier, die ist erst nett, die schmale Katsche jetzt, weil ich weiß. Ach so, du hast wieder die Frauen, der Bagatier, die Frauen weg, das ist ja unglaublich. Ja, guck mal. Unglaublich hier, das ist der Gigolo vom Dienst. Ja, wo ja, du komplett raus bist. Nee, die Kleine, ey, weil die sagt, aha, Alter, jetzt schmeiß ich das schon. Wo wohnt der die? Geh mal in den Pass. Keine Ahnung, wo die wohnt. Mensch, irgendwie ist der Tag schon um. Irgendwie habe ich auch wieder heute nicht richtig aufgenommen, ey. Irgendwie ist auch nicht richtig passiert. Stammkunde. Das ist man sich auch immer am Rechtfertigen so ein bisschen. Weil sie hier immer wieder platt gehen. Diese WTB, diese Slick-Reifen, die sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Also du hast so oft platte Reifen mit den Dingern. Die sehen einfach nur gut aus. Aber die sind nicht gut. Ja, und da muss man sich dann immer so ein bisschen rechtfertigen. Warum ist das schon wieder platt? Habe ich doch gerade erst machen lassen bei dir. Das kontrolliert nochmal alle Schnitte, die ich draußen schon gesehen habe. Drei Stück sind es auf alle Fälle. Drei größere Schnitte. Wobei hier so viel. Bei denen kann ich auch putzen, weil es sind ja Slicks. Kann ich auch einmal mit dem Lappen drüber. Und dann guckt, ob man ob in den Schnitten nicht noch irgendwelche Bruchstücken drinstecken. Ja? In den Schnitten hier. Da. Uff dröseln und einmal, wenn man sich nicht sicher ist. Durchgehen und wenn es knirscht, ist noch Last drin. Alles sauber machen. Glücklich ist wichtig. Ja. Glück ist doch. Ich probiere es trotzdem mal mit 2 Cent. Ja. Okay. Experiment 2 Cent. 2 Cent Experiment. 2 Cent Experiment. Oh. Ach du heilige Scheiße. Bim Bambino. Ich hab's wieder vergessen, Alter. Ich sitze echt im Oberstabsbefehl. Im kackten Internet rum. Ich sitze im kackten Internet rum. Ist gut, ja. Das schlägt doch wirklich den Fass. Hast du Haare, da. Ich gehe erstmal kurz wieder vor die Tür. Akklimatisieren, oder was? Ja. Akklimatisieren. Buenas tardes, Senor. Sprechen Sie Spanisch? Ja. Ah. Wie ist denn? Ja, ein bisschen. Ja, ich bin hier Empfangschef. Ich auch. Ja, der Herr Staatsanwalt befindet sich hier. Die Staatsanwalt? Ja. Was erzählt? Jetzt musst du weitermachen. Ja. Jetzt kannst du mir schon mal unsere Zellen zeigen. Hallo. Ja. Hallo? Ja, bitte, worum geht's? Ja. Ich habe eine Frage. Haben Sie Zeit, mich auf mich warten?
Was ist das denn? Oh Gott, wie das aussieht. Was ist das? Ach, scheiß doch. Na gut, okay, alles klar. Macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Das Lager ist ausverkauft. Das gibt es kaum noch zu kaufen. Das will ich. Habe ich jetzt aber bestellt im Netz irgendwo. Ich habe es tatsächlich noch gefunden. Nicht mal bei einer Sache, die es nicht mal bei Amazon mehr gibt. Weil irgendwie, also dieses Lager direkt gibt es nicht mehr. Ist restlos, ersatzlos gestrichen. Gibt jetzt so ein Nachfolgeprodukt, so Generika, wahrscheinlich noch schlechter in der Qualität. Habe ich bestellt. Wir sehen uns morgen wieder, macht es gut, bis dann, ciao. Also die Frau muss ich jetzt leider enttäuschen, muss ich sagen, nee, wird nicht zu morgen. Weiß nicht, wann sie liefern, mal schauen. Ist bestellt, ist bezahlt. Fertig, was soll ich machen? Mehr kann ich nicht machen. Bis dann, ciao, sagt Tommy.